Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Und zwar zeige ich euch heute, wie ich meine Speedups erstelle. Wie ich die Speedups von Nefex erstelle. Das werde ich euch in diesem Video zeigen und ja, ich werde euch auch noch dazu zeigen, wie ich außerdem diese Covers mache, die ich da dann drin habe. Zum Beispiel wie hier zum Beispiel, beziehungsweise, nee, warte mal, das ist einfach nur ein Google-Bild, da habe ich dann einfach noch Speedup bei Jan Meyer geschrieben. Zum Beispiel das hier ist ja ein Cover oder das hier ist ein Cover, was ich gemacht habe. Das hier habe ich noch gemacht, das habe ich noch gemacht. Also das werde ich euch heute auch noch dazu zeigen. Und ich würde sagen, dafür brauchen wir aber auf jeden Fall auch die Seite Post Number Wall und brauchen dafür Outer City und halt einen Song, mit dem wir das Ganze machen. Ich habe mich jetzt hier für Nefex A Year Ago entschieden und ja, ich öffne jetzt einfach mal Outer City und wir starten kurz Outer City und in der Zeit kann man theoretisch eigentlich schon das Profilbild bzw. das Cover vom Song machen. So, ich nehme jetzt hier einfach Nefex A Year Ago, schieb es da rein und dann haben wir jetzt hier den Song. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Genau, da haben wir jetzt halt hier den Song. So, ich klicke einfach nur hier oben rauf, hier oben auf den Namen. So, ich kann den jetzt hier praktisch gesehen auch editieren. Aber ja, das ist jetzt unnötig. Wir klicken hier oben einfach nur einmal drauf, gehen dann auf Effekte, gehen dann auf Tonhöhe und Tempo und gehen auf Geschwindigkeit ändern. So, ich mache das ganz gerne entweder auf 1,175 oder auf 1,180. So, das sind so die meisten Sachen, wo ich das drin habe. Meistens hatte ich auch 1,100 oder 1,150 oder 1,200 oder 1,205 und so würde das jetzt klingen auf 1,180. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things. So und so würde das Ganze dann klingen auf 1,175. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things. So, man kann jetzt hier natürlich auch direkt einfach eine Prozentzahl angeben. Ich kann jetzt hier sagen, dass ich auf 20 40 gehen will. So, dann bin ich hier bei 1,205. So, das wären jetzt 1,205, aber wir gehen mal wieder runter auf die 18.000. So, wir gehen wieder runter auf die 18k. Und ja, das sind jetzt hier wieder die 1,180. Und jetzt klicke ich hier oben einfach, nur noch auf Anwenden. Und er schiebt das hier dann zurecht. Ihr seht schon, der Song geht jetzt nur nach 2 Minuten 28 statt 2 Minuten 46 oder was dagegen. So, mehr müsst ihr eigentlich hier nicht mehr machen. Ihr könnt theoretisch eigentlich alles ändern. Ihr könnt auch sagen, dass ihr den hier schon direkt umbenennen wollt, dass ihr den einfach direkt so abspeichern könnt. Aber ihr könnt einfach dann jetzt hier oben rauf auf Datei, auf Exportieren, als MP3 exportieren. Und dann könnt ihr jetzt sagen, wo ihr den hinhaben wollt. Ich hau mir den jetzt einfach mal auf den Desktop und nenne den auch mal hier kurz Speedup, damit er hier nicht den anderen tauscht. Und ja, hier könnt ihr dann jetzt sogar noch sagen, wie ihr das nennen wollt. Hier könnt ihr dann Albumtitel und alles noch reinmachen und das Jahr und so. Aber das kann ich euch am besten empfehlen. Macht das in der Explorer-Überarbeitung so. Ihr müsst da nichts machen, ihr könnt einfach auf Nein gehen, weil hier oben habt ihr dann ja jetzt diesen Speedup. Und dann könnt ihr hier unten auf Eigenschaften gehen, dann habt ihr jetzt hier einfach den Song, wie der hier halt steht. Ich mache das hier noch halt ganz gerne, damit das so ein bisschen klarer ist, dass das ein Speedup ist. Hau ich hier meinen Namen hinter und mach das Speedup hier weg, weil dann weiß ich nämlich, okay, das ist ein Speedup. Und ja, hier könnt ihr dann jetzt auch, hier hau ich zum Beispiel dann noch Speedup hinter. Oder dann kopiere ich das und hau das hier auch nochmal hinter. So, das ist halt aus dem Jahr 2023. Das ist Titel 0. So, da mache ich nichts weiter. Ich hau dann hier nochmal Nefex rein und speichere das Ganze.
Und ja, hier ist jetzt der fertige Song. Jetzt könnt ihr theoretisch das einfach in euren Musikordner ziehen. Und das machen wir auch nochmal eben. Ich ziehe den jetzt einfach hier rein. So, hier unten ist er jetzt drinne, Nefex und halt mein Name, damit ich weiß, dass das auch ein Speedup ist. So, den kann ich jetzt löschen, weil der ist hier unten eh drinne. Der ist eh unter N tatsächlich. Also ja, hier seht ihr schon hier die ganzen Nefex-Lieder. Das meiste, bei den meisten Sachen steht auch mein Name hinter. Das ist noch nicht bei allen Speedups, ich bin noch nicht so weit. Aber hier seht ihr dann jetzt hier auch, hier ist der Originalsong. Und ja, dann zeige ich euch jetzt noch, wie ihr dann oder wie ich zum Beispiel das Cover erstelle. Das speichere ich dann auch auf dem Desktop und dann gehen wir auch schon rüber in Shotcut, damit ich euch zeigen kann, wie ich das dann komplett fertig mache. Und dann habt ihr nämlich, beziehungsweise gehen wir dann in Spectre.com. Das ist nämlich eine Internetseite, die ich dafür benutze, um diese Speedups fertig zu machen. Ich mache die schon mal auf. Spectre.com. So, das ist die Seite, die ich dafür benutze. Und ja, würde ich sagen, wir machen eben schnell das Cover. Es ist natürlich ein, ich sage, gehe jetzt mal in die emotionale Richtung, gehe ich jetzt einfach mal, deswegen suche ich mir jetzt hier einfach mal schnell so ein Cover aus. Ich nehme dann mal a year ago. Was würde denn dazu passen? Ein Jahr zuvor. Das hier würde eigentlich schon passen. Das hier würde auch eigentlich passen. Wir nehmen mal das hier. Das sieht eigentlich ganz cool aus dafür. Dann geht er einfach auf Edit Design, wie das da gerade stand. So, nicht wundern, ich bin hier angemeldet, deswegen habe ich auch schon ein bisschen was drinne. So, und dann mache ich einfach nur dieses Records hier weg und hau da meinen Namen hinter. So, Songname. A year ago. So, und natürlich hau ich da kein Speedup mehr hinter, weil das ist ein bisschen unnötig, wenn man überlegt, dass ich ein Logo hier gleich reinlege. Nefex. So, das können wir dann hier natürlich auch ein bisschen größer machen, weil ja, ich sag jetzt mal, man kann das hier schon mal ein bisschen größer machen, wenn man überlegt, der Name ist relativ klein, hier ist das relativ groß. Und dann füge ich jetzt einfach von meinen Sachen hier diese beiden Dinger hier noch ein. Das ist einmal das Nefex-Logo und halt mein Speedup-Logo. Ich habe hier nochmal ein eigenes. Und ja, das ist ein neues Logo von mir. Aber das hier werde ich halt immer für die Cover benutzen. Und ja, das heißt, wir gehen auf Add Photos und haben jetzt diese beiden Cover bzw. die beiden Logos hier. So, das Netflix-Logo ziehe ich hier einfach unten in die Ecke und das bzw. mein Logo ziehe ich einfach hier unten in die Ecke. Und hier unten steht jetzt auch noch Post on my wall. Da steht da am Ende nicht mehr. Ich kann jetzt auch theoretisch sagen, ich ziehe das Netflix-Logo bzw. mein Logo hier oben hin, in die Ecke und pack das Netflix-Logo hier unten in die Ecke. Das geht auch, das ist relativ egal, wo ihr das hinpackt, weil im Endeffekt bei Spectre.com seht ihr das eh nicht, da seht ihr diesen Teil hier nur. Und deswegen ist das eigentlich relativ unnötig, da ein Logo reinzupacken. Ich mache es trotzdem, weil wir werden das tatsächlich nicht mit Spectre machen, beziehungsweise ich werde es mit Spectre machen, das Video, was dann dabei sein wird. Aber als Cover wird das halt sein, so als Thumbnail ist halt das hier dann. Und ja, wir gehen dann hier einfach auf Download. Wir downloaden das hier einfach und dann gehe ich hier nochmal auf Download. Er created unser Design und das mache ich einmal kurz auf einem anderen Bildschirm. Und nicht, dass er mir hier irgendwas aufmacht, was vielleicht ein bisschen verheerend sein könnte. Also, was halt ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt auf YouTube ist oder sein soll von meinen Account-Sachen. So, und dann gehen wir jetzt hier einfach auf Create Video. Ich muss mich hier ganz kurz anmelden, deswegen ja, hier auch nochmal ganz kurz. Ach, jetzt habe ich da aus Versehen falsch geklickt. Zack, zack. So, you're logged in. Jetzt brauche ich natürlich wieder den Musikordner, weil, wie gesagt, ich habe ja den Track hier schon reingezogen. Und jetzt gehen wir da einfach eben schnell hin.
Muss ich aber weiter nach unten, merke ich gerade. Genau, hier ist Here Go. So, dann machen wir hier als erstes weiter. Hier können wir jetzt die Images bearbeiten. Hier können wir einmal den Background bearbeiten. Heißt, wir können theoretisch hier ein neues oder ein anderes Video reinpacken. Überall, wo Pro dran steht, die können wir nicht benutzen. Das hier kann ich zum Beispiel benutzen. Oder ich kann jetzt hier auf mehr raufgehen, also load more. Dann kommen aber auch nur Pro-Sachen rein. Aber ja, an sich ist das schon echt cool gemacht. Klar, die Pro-Sachen sehen halt noch ein bisschen geiler aus. Zum Beispiel das hier oder das hier. So, ich kann jetzt hier nochmal auf Load More machen. Dann kommen hier aber auch nur Pro-Sachen. Also es gibt eigentlich fast nur Pro-Sachen hier. Und ich würde einfach mal sagen, wir nehmen das hier als Video. So, dann können wir hier auf das Logo gehen. Gehen hier einfach auf Upload Media. Und haben dann hier einmal diese drei Bilder. Das ist von dem Kanal-Banner. Kanalbanner, Kanalprofilbild, das ist nämlich das Bild, was wir brauchen. Und da sieht man jetzt schon, man sieht die Cover hier, die Logos nicht, deswegen die wird man dann im Dingens aber sehen, im Thumbnail. Und das save ich jetzt einfach und dann haben wir das hier schon mal. Dann können wir jetzt hier die Texte noch bestimmen. Hier können wir ja den Artist Name reinmachen, da machen wir Netflix natürlich. Und hier schreiben wir dann jetzt hier go Speeder. So, hier können wir theoretisch noch die Farben ändern, wenn wir das wollen, aber wir uploaden jetzt erstmal hier die Media-Datei, deswegen gehen wir einmal in Musik rein, scrollen hier einmal runter bis zu dem Song, da ist er, hier go speed up und laden den da hoch. Und das ist eigentlich, genau, jetzt uploadet er die Audiodatei, heißt, er lädt jetzt auf die Seite hoch, damit die dann drin ist. So, jetzt ist die gleich geladen, jetzt wird er noch Analyzing, jetzt macht er die noch einmal und verarbeitet das Ganze halt nochmal kurz, damit wir dann hier gleich so gesehen eine kleine Vorschau noch kriegen. Hier kann ich mir dann theoretisch das komplette 2 Minuten 28 Video angucken. Ich kann hier dann auch noch, genau, hier so ein bisschen die Qualität machen. Und ja, theoretisch kann ich jetzt hier seen a lot of change. I'm alright. Aber ich mag es, das hier immer noch so ein bisschen zu editieren. So, dann gibt es hier noch Elemente, es gibt hier noch Partikel, die wir an- und ausmachen können. Und es gibt halt hier diesen Like- und Subscribe-Button. Aber diesen Like- und Subscribe-Button, den mache ich immer extra rein. Hier zum Beispiel auch beim Visualizer, da mache ich auch immer ein bisschen hier noch was von. Oder hier den Effekt mache ich noch ein bisschen anders. Den stelle ich zum Beispiel immer hoch auf 25. Und den Scale, den packe ich mir immer auf 15. So, dann haue ich immer noch das Feuer und den Shadow mit rein. Einfach weil das ein bisschen geiler aussieht. Und die Details haue ich immer so auf 70. Und tatsächlich die Intensity, keine Ahnung, was das ist, haue ich immer auf 55. Und hier den Blur haue ich auf tatsächlich 45, aber Opacity hier gehe ich dann immer 5 nach oben, weil ich hier 5 runter gehe, gehe ich da 5 hoch. Dann sieht das Ganze schon so aus. Dann sieht das Ganze schon so aus mit dem Feuer und dem, ich sag jetzt mal, mit dem Shadow im Hintergrund. Sieht schon ganz geil aus. So, dann können wir hier natürlich noch die Motion einstellen, wie wir das Ganze haben wollen. Ich kann jetzt hier sagen White. So, dann schlägt das weiter aus. Ja. Geh weg. Bitte. Zum Glück war die Nummer eingespeichert. Weil sonst. Das Problem ist, ich krieg die nicht aus. Warte mal. Ich mach das mal ganz schnell. Ich mach mal ganz kurz die Benachrichtigung aus, weil die nervt gerade ein bisschen. Ich mach das mal ganz schnell. Wait a minute. Ich mach mal hier ganz kurz die Benachrichtigung aus. Benachrichtigung. So. Ich mach das mal ganz kurz aus. So. Ich habe mal ganz kurz die WhatsApp-Benachrichtigung ausgestellt, aber so sieht das jetzt aus. Okay. Im High, dann können wir hier noch Medium einstellen. Kann ich hier auch Non einstellen. Aber ich lasse das immer auf tatsächlich auf Medium und auf Bass. Das mache ich tatsächlich immer so. Wave Delay ist eigentlich, ja, ist halt einfach so, dass er direkt mitgeht. Und ja, im Shape könnt ihr dann noch ein bisschen mehr einstellen, da könnt ihr dann auch sowas hier einstellen, ob ihr das mit dem Cover haben wollt oder ob ihr das ohne Cover haben wollt. Ich finde es natürlich schöner mit dem Cover, das sieht einfach für mich ein bisschen schöner aus.
Ihr könnt ihr dann auch noch so ein Bar-Ding einstellen oder ob ihr nur die Points haben wollt, ob ihr so auf Bars haben wollt. Aber ich finde das mit dem Solid natürlich sehr, sehr geil. Reflection habe ich immer auf None. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was das hier so ist mit dem Reflections Layers. Könnt ihr dann hier noch ein bisschen was einstellen, wie ihr das halt haben wollt. Ich habe hier noch einen Invert. Invert ist aber bei mir aus tatsächlich. Diameter, Image Size. Also ihr könnt ja auch das Bild noch größer machen oder kleiner machen. Ihr könnt hier die Positionen versetzen, wo ihr das genau haben wollt. Das ist komplett alles euch überlassen. Die Wave High könnt ihr machen. Die Separation, ich weiß gar nicht, Separation, ich weiß gerade gar nicht genau, was das ist. Ihr könnt hier eine Rotation reinmachen, also ihr könnt das Ganze auch drehen, aber ja. Machen das mal wieder auf 0. Und ja, ihr könnt hier theoretisch auch noch einen dritte Dingens einbauen und hier einfach noch eine andere Farbe mit reinmachen. Da wir da so ein Rot haben, gehe ich hier so in so ein, ich weiß nicht, in so ein Rotübergang rein. Dann würde das Ganze schon so aussehen. Oder ihr könnt auch sagen, ihr wollt keine dritte Farbe haben, sondern wollt einfach nur den zweiten Layer bearbeiten und könnt den hier komplett auf Rot machen und sagt dann, keine Ahnung, das hier möchte ich nicht weiß haben, sondern in so einem Violett, sage ich jetzt mal. Oder so ein hier in so einem Violett. Das ist komplett euch überlassen. Ich lasse das Ganze hier jetzt mal weiß, weil mir gefällt eigentlich dieses weiß-rote. Und ja, dann könnt ihr praktisch gesehen in den Backdrop gehen. In den Backdrop ist eigentlich unnötig, da braucht ihr nicht wirklich was machen. Und hier könnt ihr dann Text noch einfügen. Ihr könnt theoretisch auch einen extra Text noch reinmachen, ist aber ehrlich gesagt auch unnötig. Ihr könnt theoretisch, wenn ihr da Lyrics für haben wollt, könnt ihr hier ja, noch Lyrics reinsetzen. Ihr könnt hier komplett die Font könnt ihr noch einstellen, also in was für einer Schriftart ihr das Ganze haben wollt. Ihr könnt hier die Textfarbe einstellen. Ihr könnt sagen, ob ihr da auch einen Schatten drauf haben wollt. Hier die Größe, die Position, wo ihr das Ganze anzeigen lassen wollt. Ob links, hier in der Mitte oder hier rechts. Und ja, das ist eigentlich relativ auch entspannt. So, dann gibt es hier natürlich noch die Partikel. Ihr könnt entscheiden, ob die von unten kommen sollen, ob die, beziehungsweise, also wenn die von, dass sie von oben kommen und dann halt nach unten gehen, ob die nach oben gehen von unten, ob die nach links gehen oder ob die nach rechts gehen. Ich mache das gerne so, dass sie nach außen gehen. So, die Spawnrate von diesen Partikeln setze ich immer hoch auf 45, weil das dann nochmal ein bisschen geiler aussieht. Speedshift lasse ich auf 10 bis 30 und Obsidian auf 0,2 bis 1. Klar, man kann da auch ein bisschen mehr machen. Ich mache da auch manchmal gerne 0,25 und hier natürlich noch den Animation, die Like- und Subscribe-Animation und die mache ich gerne nach oben. Die mache ich gerne nach oben. Sieht halt einfach für mich ein bisschen schöner aus und ja, dann geht ihr einfach nur noch auf Export Video, benutzt hier dann 720p 30 FPS. Ihr könnt zwei Videos pro Tag machen und ja, hier müsst ihr halt erstmal tatsächlich ein Abo abschließen. Zum Beispiel hier, wenn ihr 12 Euro im Monat bezahlt, kriegt ihr 50 Videos pro Jahr. Habt 1080p und 60 FPS, 10 Minuten Video, keine Wasserzeichen. Unendlich Video Storage und Video Backgrounds und ja, wenn ihr 36 Euro pro Monat bezahlt, habt ihr unendlich viele Videos, 4K 60 FPS, 120 Minuten Videos, keine Wasserzeichen, auch hier unendliches Video Limit, also unendliche Video Ablage und halt auch Pro Videos und so. Und ja, das ist halt echt cool eigentlich. Und ja, ich würde halt auch eher das so machen, dass man das halt einfach im Jahr bezahlt. Und ich würde halt einfach direkt 432 Euro bezahlen, dass ich hier direkt einfach alles machen kann. Aber ja. So, jetzt muss ich das wahrscheinlich neu machen. War ja klar, beziehungsweise muss ich nicht, denn ich habe es gespeichert hier. Was ist denn? Ne, warte mal, ich habe es nicht gespeichert. Strong, danke für gar nichts, Digga. Ah, hier, da ist es. Ne, Moment, ich habe es doch gespeichert. Auf jeden Fall, ihr geht dann einfach nur noch auf Export Video, benutzt hier diese zwei Credits, die ihr habt. Das ist jeweils ein Credit pro Video. Klickt dann hier unten auf Start Export.
Das dauert dann ein bisschen, dann kommt ihr hier in dieses Fenster und dann könnt ihr hier theoretisch auch diesen kompletten Exportablauf anschauen, was er macht, bei welchem Step er gerade ist. Und theoretisch könnt ihr das dann hier später direkt auch auf YouTube hochladen. Ich mache das gerne so, da ich das immer anders mache und immer mal wieder andere Sachen davor hochlade, speichere ich mir das Video erst ab. Fällt mir gerade ein, ich brauche mal eine Festplatte dafür. Deswegen muss ich die kurz anmachen. Aber ja, ihr seht schon, er ist jetzt gerade im Rendering. Er rendert das Ganze jetzt gerade. Genau, jetzt ist meine Festplatte angeschlossen und an. Und ja, das ist eigentlich so das Ding, was eigentlich relativ einfach ist. So, das ist halt einfach die einfachste Art, solche Speedups zu erstellen. Und ja, es geht halt auch relativ schnell, wie man merkt. Und ja. Und ich kann euch empfehlen, macht euch einen YouTube-Ordner, wo ihr für jede, ich sag jetzt mal, jedes Spiel, jede Kategorie einen Ordner habt. Und wenn ihr Speedups macht, empfehle ich euch, in einem Speedup-Ordner die Sachen abzuspeichern. Nennt den Ordner Speedup. Und macht in diesem Ordner noch einen Ordner, der dann online heißt. Und da zieht ihr am besten die rein, die ihr online habt. Sonst kommt ihr da irgendwann mit durcheinander. Das ist mir auch passiert. Ich habe einmal das eine doppelt hochgeladen, weswegen ich tatsächlich mehrere. Ich musste 10 Minuten suchen, um das Richtige zu finden, was ich hochladen wollte. Deswegen mache ich das mittlerweile so: Sobald die online sind, verschiebe ich die in den Online-Ordner, damit ich weiß, okay, das und das kommt dann als nächstes. Aber das ist halt einmal so ein Tutorial, um euch zu zeigen, wie ich meine Speedups erstelle. Das ist relativ easy peasy. Ihr müsst jetzt eigentlich nur noch hier warten, bis das hier fertig ist. Klickt auf Download, speichert euch das ab, geht auf YouTube und ja, ladet das hoch. Ihr könnt die Videos easy downloaden. Ich packe euch, beziehungsweise geht einfach NoTube bei Google ein oder gibt am besten einfach YouTube MP3 Downloader ein. Und dann findet ihr eigentlich die Seite NoTube. Ich habe da leider keinen Link von, da ich die Seite lange nicht mehr benutzt habe, da ich kaum noch Musik runterlade im Moment. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, was auch immer ich da mache. Lasst ein Like und ein Abo da und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. His heart is cold. His love.